Dänemarks liegt die Stadt Aarhus. In der Frederiksgade, in einer kleinen Seitenstraße im Stadtzentrum, gibt es ein Restaurant, das bei Einheimischen sehr beliebt ist. Das Substanz hat nur wenige Tische. Deshalb sollte man besser reservieren, wenn man die Kreationen des Küchenchefs René Jensen kosten möchte. Er und sein Team haben sich der dänischen Küche verschrieben. Das Schönste am Kochen ist für mich, zu sehen, wie aus den einzelnen Zutaten Gerichte werden. Jedes Produkt hat dann seinen Part auf dem Teller. Das ist definitiv das, was ich mag, aus einzelnen Zutaten etwas Ganzes zu kreieren. Während das Team ein neues Dessertrezept zubereitet, Stachelbeeren mit Kürbiskernen und Eichenholzeis, fährt René Jensen in den Wald, um Bärlauch zu sammeln. Bärlauch ist mit Zwiebeln, Schnittlauch und Knoblauch verwandt. Daher wird er in der Küche gern als Gewürz für Soßen oder Dips verwendet oder einfach als Beilage. Ich pflücke Bärlauch, weil er um diese Zeit überall in unseren Wäldern wächst. Bärlauch ist sehr typisch für Aarhus und ich möchte unseren Gästen diesen Geschmack näher bringen. Den frischen Bärlauch verwendet René Jensen heute für eine Vorspeise aus geräuchertem Schellfisch. Neben Bärlauch werden dafür Kresse, Radieschen, Gurken und in Essig eingelegte Zwiebeln benötigt. Alle Zutaten sind klassisch dänisch. Die meisten werden auch für Smørrebrød verwendet. Wir machen es ein bisschen anders mit einer Kräutermayonnaise. Zuerst schneidet der Koch den Fisch in kleine Stücke. Als Alternative für Schellfisch eignen sich andere, auch geräucherte Fischarten. Aus der Gurke sticht René Jensen kleine Kugeln heraus. Das findet er schöner als klassische Gurkenscheiben. Dann schneidet der Däne Radieschen mit einem Hobel in dünne Scheiben. Im Wasser bleiben sie frisch. Die eingelegten Zwiebeln werden halbiert. Anschließend schneidet René Jensen den Bärlauch. Er bereitet daraus ein Kräuteröl zu. Dazu kommen die Bärlauchblätter zusammen mit Olivenöl für etwa 5 Minuten in einen Mixer. Das Bärlauchöl ist die Grundlage für die Kräutermayonnaise. Für mich müssen alle Zutaten, die wir in der Küche verarbeiten, einfach so schmecken, wie sie sind. Wir wollen nicht, dass eine Gurke nach Hase schmeckt. Wir mögen den reinen Geschmack der Produkte. We like the cleanness of the products. Nun richtet er seine Vorspeise an. Dazu gibt er Malzcracker, um dem Gericht eine knusprige Note zu geben. So here you go. Es ist zubereitet. Geräucherter Schellfisch mit Gurke, Bärlauch und Malzcrackern. Der persönliche Kontakt zu seinen Gästen ist dem 32-jährigen René Jensen wichtig. Das gehört für ihn zu einer guten Küche selbstverständlich dazu.